Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Informationsvideo, dieses Mal mit besseren Nachrichten. Denn, wie ich das Ganze ja schon angekündigt habe vor ein paar Wochen, möchte ich eine Streamwoche abhalten und diese beginnt am nächsten Dienstag. Ich werde also vom 26. bis zum 4. jeden Tag streamen. Das wird dann immer so 1, 2, 3 Stunden gehen. Meiste Zeit werde ich Hearthstone spielen und versuchen, über diese Zeit dann in Richtung Legend zu tendieren. Ich weiß, es ist ein bisschen problematisch, weil es gerade so zum Monatswechsel ist. Es müsste also ziemlich zügig am 26., 27. und 28. noch ungefähr 10 Ränge mal kurz machen. Sollte aber möglich sein. Man sagt ja eigentlich immer, man kann es so innerhalb von 2 Tagen auf 25 bis Legendary schaffen. Müssen wir mal schauen, ob das klappt. Ansonsten haben wir ja, wie gesagt, noch den 1., 2., 3. und 4. März dafür. So, wie soll das Ganze ablaufen? Ich habe mir überlegt, da ich in letzter Zeit so viele extreme Probleme hatte, einfach beim Stream auf YouTube, und ich euch das Ganze in einem anderen Video hier erklärt hat, was da vermutlich, vielleicht die Problematik ist, ich verlinke das Video außerdem da oben in der Infobox nochmal mit drin, werde ich das Ganze auf Twitch machen. Ich weiß, das ist vielleicht für euch so ein bisschen eine krasse Umstellung und ihr denkt euch jetzt, hey Scrawl, warum machst du das denn jetzt einfach so? Wie gesagt, ich habe das alles da oben in dem Infobox-Video erklärt, was da so ein bisschen die Problematik war, und ich denke einfach, dass es für mich persönlich dann auch ein bisschen entspannter ist, wenn ich dann eine konstantere Leitung habe, wenn ich nebenher ein bisschen Musik hören kann, und ich will euch kurz die Angst hier noch nehmen, dass die Videos dann niemals irgendwo erscheinen werden oder die Streams. Doch Leute, ich werde die alle nehmen und wieder auf YouTube hochladen. Nur, ich habe halt einfach jetzt heute über den Tag ein paar Teststreams gemacht, auf YouTube wie auch auf Twitch. Und mir ist halt einfach aufgefallen, dass auf Twitch die Leitung deutlich stabiler war. Zwar auch nicht optimal, das heißt also, ich will jetzt nicht irgendwie YouTube dafür blamen oder sowas, aber es war halt einfach wirklich zu sehen, dass diese Stabilität einfach mehr gegeben war auf Twitch als auf YouTube. Deswegen kurze Information, wie das Ganze noch dann jeden Tag ablaufen wird. Ich weiß nicht, geplant ist eigentlich um 8 Uhr aufzustehen. Das heißt also, ich beginne so um die 9, halb 10 mit Stream. Das ist wahrscheinlich, ich muss das kurz mit der Sekretärin hier nochmal abklären. Das waren die richtigen Zeiten, gell? Ja. Du willst gegen 9, willst du losgehen? Ja, spätestens. Also ich werde wahrscheinlich dann um 8 aufstehen. Okay. Ansonsten sagen wir zwischen... Okay, dann sagen wir 9:30, die Sekretärin hat gesprochen, also zwischen 9:30 fangen wir an und das Ganze geht dann wahrscheinlich so gegen Mittag, also gegen 11, 12 rum, bis die Sekretärin wieder da ist und dann mache ich Feierabend mit dem Stream. Ich möchte versuchen, wie ich schon vorhin angesprochen habe, Legend zu werden. Das heißt also, wenn ihr gute Deckvorschläge für T1 oder T2 Decks habt, dürft ihr die natürlich gerne unten noch in die Kommentare reinschreiben. Und das Ganze nur auch nochmal hier, um das zu erklären, wird dann schlussendlich wahrscheinlich auch die Hearthstone-Videos ersetzen. Das heißt also, es wird dann so ablaufen, am Dienstag kommt nochmal normal ein Hearthstone-Video, weil ich am Dienstag früh ja dann streame und das wahrscheinlich nicht so schnell hochgeladen bekomme. Und dann kommt ab Mittwoch, kommt dann der Dienstag-Stream, am Donnerstag kommt dann der Mittwoch-Stream und so weiter und so fort. Zusätzlich wird es natürlich die typischen Magic-Videos und so weiter halt dann noch geben, die ihr halt dann sonst zwischendurch kriegt, diese nebenlaufenden Projekte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Haut eure Meinung dazu auch nochmal unten in die Kommentare rein. Ich hoffe und drücke uns einfach die Daumen, dass diese Streamwoche funktioniert. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auf Twitch vorbeischauen würdet und mir da Gesellschaft leistet, wenn ihr da irgendwie freie Zeit habt oder sowas. Den Twitch-Link findet ihr außerdem oben im Banner auf dem Kanal. Ihr findet es unten in der Videobeschreibung. Und theoretisch sollte es eigentlich auch auf der hier auf dem kleinen Twitch-Zeichen sein, wenn ihr auf dem Kanal-Banner rechts an der Seite draufklickt. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, haut rein und ich hoffe, wir sehen uns am Dienstag im Stream. Bis dann, tschüss!